so früh. Ach, vergiss es, ey. Vergiss es einfach. Ja, jetzt rammeln wir wieder hier. Natürlich. Wollen ja nicht darauf. Und Eier von links nach rechts. Ich kann doch echt nicht sein. Ich drück doch nur nach vorne. Also so eine unpräzise Steuerung. Bei so einem Spiel, was so viel Präzision abverlangt. Einfach nur asozial. Das hat mir einfach bei The Messenger auch so gut gefallen. Ja, das habe ich verkackt, weil ich mich bewegt habe. Da wollte er nicht springen. Manchmal hört man ja die Knöpfe tatsächlich, wie ich sie verzweifelt drücke. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, dieses... Aber ich hatte gedrückt, den Springen. Und er wollte aber wieder nicht springen. Wie auch schon so oft. So, definitiv finde ich jetzt schon mehrere Parts hier dran. Ich verfolge ja gerade so ein bisschen die Uhr. Tja. Verzweifeltes Kistenschleppen kann ich den hier nennen. Das Blöde ist halt, wenn du dann so drei, vier Parts an so einer Scheiße hängst, dann weißt du auch irgendwann einfach nicht, wie willst du das nennen. So, und jetzt würde ich gerne speichern. Einmal Applaus bitte. Nach drei Parts bestimmt haben wir es endlich geschafft. Ist das ein Aufzug? Ich werde es nicht herausfinden. Ja, ein Highfeld, ein Speicherpunkt. Es hat doch tatsächlich ein bisschen Gnade mit mir, das Spiel. Tatsächlich, ich hätte es ja nicht mehr erwartet. Komm, ich speichere jetzt lieber direkt, bevor ich irgendwo in einem Triggerpunkt komme und dann da total dran verzweifle. Eins ist das Gute, ist, ich habe heute länger gemacht, als ich wollte, habe somit mehr Parts gemacht, als ich wollte. Weil, auch wenn das... ist ja scheiße, ne? Wenn du dann da dreimal das da hast. Es kann aber für den einen oder anderen unterhaltsam sein. Ich hoffe, dass es wirklich unterhaltsam ist. Auch diese Aufreger. Gehört halt einfach dazu bei mir. Ich finde es auch nicht immer schön. Habe ich auch schon bei mehreren Displays gesagt, wenn ich dann ein bisschen so aufrege. Aber es gehört einfach so. So bin ich halt einfach. Und ich hoffe, es ist ja trotzdem irgendwie unterhaltsam, dass es dann doch mit zu fiebern ist, ob ich dann endlich den dummen Sprung schaffe und bei allem. Aber ich schneide das nicht raus. Das ist mein Stil, ich ziehe das durch und bin da auch einfach ehrlich. Ist halt einfach. Wenn man das mag, finde ich das schön, dann ist es vielleicht auch schön, wirklich ein bisschen unterhaltsam. Versuche mich aber sehr am Riemen zu reißen, nicht sehr ausfallend zu werden. Klappt auch nicht jedes Mal dann so, ne? Tut mir auch leid. Aber nach 30 Minuten sowas ist das immer Kacke. So, aber wenn ich darauf hinaus wollte, ich habe jetzt so viele Parts tatsächlich gemacht. Das ist das einzige Positive dran. Gibt viel Content, weil dann kann ich tatsächlich vielleicht ja, mit Harry Potter schon anfangen und das als drittes Let's Play laufen zu haben. Weil ich. Dort hätte ich jetzt eine Stunde, 20 vielleicht aufgenommen. So, also das sind drei Videos weniger. Das ist der Puffer, der mir dann fehlt, um tatsächlich zu sagen, okay, ich habe so und so viel vorproduziert, also kann ich ruhig auch noch ein anderes Let's Play laufen lassen, weil ich halt doch die Zeit habe, das aufzunehmen. Darauf kommt's, lief es dann jetzt eigentlich hinaus, die ganze lange Geschichte. Und Entschuldigung, wenn das jetzt so langwierig, nervig war. Aber ich hoffe, ihr hattet oder habt immer noch trotzdem Spaß beim Zuschauen. So, speichern wir erstmal. Ich hoffe jetzt echt mal, dass es jetzt hier nicht wieder so eine Frivelei gibt. So. Also ein bisschen für Boss spricht, so wie es hier aussieht.
Gehen wir mal hier lang. Okay. Anscheinend doch Friemelei. Okay, stehen einfach. Ne, kommen wir nicht hoch genug? Also ich muss schon irgendwie auf die drauf kommen. Ist nur die große Frage. Ich kriege die zwar kaputt, aber das bringt mir doch gar nichts. Wenn ich mit der Vase hier, wenn ich jetzt werfe, dann ist sie ja direkt kaputt. Und es reicht, glaube ich, auch nicht, um da so aufzukommen. Spawnt sie nach? Nein. Komme ich hier raus? Ja, ich komme hier raus. Das ist jetzt schon ein bisschen tricky. Schon ein bisschen tricky. Gucken wir einfach auf der anderen Seite. Ich denke mal, das ist die eine Seite ist das eine Relikt. Das sind ja zwei Relikte gewesen. Und ja, die andere Seite ist das andere Relikt. Was wir platzieren sollen. Ja. Sieht jetzt erstmal machbarer aus. Ich weiß nur nicht, was ich da machen soll. Ja, wenn wir die Farm, die müssen wir ausmachen, denke ich mal. Das, da kommen wir, glaube ich, nicht dran vorbei. Dudum, dudum. Ah. Okay. Dann, sobald ein Feuer ausmachen, geht die Plattform weg. Wir wollen aber hier rüber. Aber ich muss ja letztendlich wahrscheinlich das Fass hier irgendwie hinstellen. Weil dann ist das zu hoch. Wenn das Fass hier ist, ist es noch zu hoch. Aber was könnten die von uns wollen? Boah, geht das hier runter? Ah! Ich muss die ausmachen, um dann die Tür aufzumachen. Was kommen wir drauf? Aber wir kommen nicht rüber. Ich hab Ideen, habe ich. Ob die erste Idee stimmt. Also irgendwie mit dem Rüberkommen schon. Von der anderen Seite dann halt erst das wegmachen. Ja, wir kommen auch hier rüber. Warum geht die Tür jetzt nicht auf? Also weil ich alle leer machen muss, ne? Ausmachen muss. Ah ja, jetzt komme ich da nicht mehr dran. Puh. Bleibt das denn, also eins kriegen wir hin. Oben zu lassen, wegen dem Fass.
stellen wir es fast runter. Wir könnten aber... Na. Die mittlere Plattform vielleicht auslassen. Aber wir können doch von hier auf die andere bestimmt drüber springen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, schaffen wir locker. Ja, ich weiß nicht, ob das gereicht hätte. Na, nur lieber noch ein Ticken. Ja, Problem ist, das sollte passen, dass er halt mit da oben gekommen ist. So. Dann hier den so. Und dann sollten wir rüberspringen. Whip. Whip. Machen wir den hier aus. Das Ding bleibt land auf dem Fass und wir können trotzdem ausmachen. Ja. Eigentlich ganz simpel. Sowas mag ich dann ja, wo man einfach nur so ein bisschen nachdenken muss und nicht so perfektes Movement hinlegen. Okay, das ist mir jetzt irgendwie zu simpel. Einfach nur auf den Knopf drauf. Macht ja jetzt irgendwie nicht viel Sinn. Okay, das scheint irgendwelche Bienen gekommen zu sein. Das Vieh. Die ist dauerhaft tot. Und dann würde ich mich jetzt einmal kurz heilen. Letztendlich brauchen wir die Plattform ja nicht, um da hinten drauf zu kommen, aber um hier wieder zurückzukommen, ist das natürlich eine nette Sache. Aber um darauf zu kommen, brauchen wir die Plattform nicht. Bin jetzt eh runtergefallen. Aber wenn das jetzt bleibt, dann kann ich mich jetzt easy hier heilen. Komm. Einmal nochmal abspeichern. Wenn wir schon mal da sind, dann speichere ich ab. Ich muss das einfach machen. Alles saven. Yep. Daten gespeichert. Dudum, dudum. Und eben, ach ja, guck mal, ja, nochmal. Den Gold sind ja so arm. Gold brauchen wir immer. Verdammt, die Viecher sind wieder da. Aber das Rätsel muss ich nicht mehr machen. Das war ja aber jetzt eigentlich so ja nicht das Gold. Ah, hab ich gedacht. Kommst du den einfach? Verdammt, du bist Viecher. Ah, hab gedacht, ich hau zuerst. Flöte bieben. Oh, ich kriege die Motten hier bei dem. Ich hasse Wespen. Das sind auch irgendwelche Wespenviecher. Und jetzt habe ich noch weniger Leben, als jetzt, bevor ich rausgegangen bin. Guck mal, wie langsam er schlägt, dass die definitiv immer eine Chance haben, wegzukommen. Da. Du musst dich treffen lassen. Ansonsten hast du keine Chance, die Viecher zu erwischen. Hä? Ich kann sagen, du musst doch runtergehen.
So. Sieht aus, sind die saugen. Die reagierten. Was reagierten denn die Grünen? Schild gibt nicht auf. Oder nach. Komm ich da hin? Ja, komm ich hin. Scheint für mich jetzt einfach nur so ein Übergegenlaufen zu sein. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Irgendwas müssen wir mit dem Element machen. Wind. Ah ja. Wenn die zwei sich sehen. Also entweder das oder das. Verstehe. Okay, das reicht nicht. Okay, wir haben eine leichte Verzögerung von... Kann ich jetzt mal bitte da durch? Bis es dann weggeht. Wow. Nein, nein, nein. Oh. Okay. Das heißt, die brauchen wir jetzt nicht mehr, die Figuren. Also er hat sich schon ordentlich gezogen. Ist doch gerade irgendwas passiert. Mein Inventar ist doch weggegangen. Das hat er anscheinend nur für mich gemacht. Drei. Jetzt kommen die Viecher an. Ja. Nutzen. Hey, das hat ja. Erstaunlich. Warte mal, das Feuerelement hat mir jetzt da aber nichts gegen gebracht, ne? Hat schon ordentlich Schaden gemacht, das Vieh, ey. Steh da auf, Lind. Was hat denn da jetzt Lichtgedings gemacht? Alter. Die hauen rein mit ihrem Feuer, ne? Wow. Das wäre jetzt aber beinahe in die Hose gegangen. Da brauchen wir definitiv mal noch ein paar von den Elixieren, würde ich sagen. Unsere Heilung geht uns langsam aus. Boah. Diese Mistviecher, ey. Das ist diese Wespenviecher und jetzt diese Feuerhörnchen.